Darin, let's play. Ja, hallöchen, meine lieben Resident Evil 2 Freunde. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode, wo Item Management und so weiter und so fort ziemlich groß geschrieben wird. Wir sind gerade dabei. Ja, yeah, geil. Pistolenmunition aufzusammeln. Das war jetzt Trick 17, weil ich in der letzten Episode gesagt habe. Und hier war doch nochmal Pistolenmunition. Ja, da genau. Her damit. Guck mal, wie viele wir haben. Wir haben jetzt 24 und wir haben 36 Pistolenmunition. Das muss für irgendwas reichen. Das muss reichen. Wir haben zwar noch immer keinen Platz im Inventar. Und ich bin ein bisschen verwirrt, warum wir das Werkzeug noch nicht wegwerfen können. Und den Film auch. Ich meine, Film möchte ich sowieso nicht wegwerfen. Ne? Aber warum haben wir den jetzt gefunden? Das bedeutet ja eigentlich, dass wir nochmal zurück zum RPD müssen. Wo wir dann eventuell den Film entwickeln können. So, wir haben hier vorne nochmal Pistolenmunition gesehen in der letzten Episode. Also nicht hier, ich bin jetzt nur mal so in der Ecke gelaufen. Und zwar, haben wir das Messer noch? Ne, das haben wir ja, ne, schon gut. Das Messer haben wir in der letzten Episode. So, die Zombie-Spaß, die Köpfe. Wenn wir die von da hinten weglocken, kann ich nämlich einmal im Kreis laufen, mich dann von der anderen Seite nähren. Dann. So, das muss reichen. Jetzt können wir einmal im Kreis laufen. Dann kann ich, wenn ich Glück habe, von der anderen Seite kommen. Und dann. Ja. Und dann die Munition aufsammeln. Oh, 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 oh. Ist hier irgendwo ein Zombie? Ich muss mich orientieren. Ich habe gerade so eine kleine Orientierungsschwäche gerade. Aber irgendwie ging das. Irgendwie konnte man von hier dahin und dann. Ach, ich weiß schon wie. Ich glaube, ich weiß wie. Genau hier. Und dann war es, glaube ich, hier. Und dann nach oben. Ja. Das war der Weg. Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt, wo ich einmal hierher laufe. Hoffentlich funktioniert das. Ja, das ist der Weg. Haha, sehr gut. Wenn die eine Frau kommt, ist das nicht schlimm. Das Problem ist, wenn gleich alle kommen. Deswegen muss ich mich hier beeilen. Kombinieren. So, sehr gut. Schnell, schnell. Scheiße, da sind schon die, ist schon der zweite und der dritte. Mann, das war so ein geiler Plan. Hätte doch fast geklappt. War nur fast. Ist egal, wir haben ganz viel Munition. Wir sind zwar auf Warnung, aber. Ja. Ist das eine. Ärgerlich ist die Kacke. Ärgerlich. Einfach nur ärgerlich. So. Die Frage ist, können wir nochmal... Ich will da nicht herlaufen, ne? Das merkt er schon. Ich laufe da nicht her. Die Frage ist, können wir noch einmal zurück zu diesem Thronraum, wo die Ada war? Und wir haben... Ach, scheiß die Wand an. Ich brauche Platz. Ich muss zu einer Truhe. Ich muss irgendwas machen. Weil... Wir müssen ja immer noch diesen Springerstecker mitnehmen. Oder ne, Turmstecker war es, den Turmstecker. Okay, sehr gut. Hier vorne war die Truhe. Herumgerenne in der Kanalisation, weil es einfach so viel Spaß macht. So, genau, da sind wir. So, Film weg. Wir können auch die wegtun für den Moment. Das ist sowieso total schwachsinnig. Die Granate behalten wir natürlich. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Hm. Ich spiele mit den Gedanken, jetzt doch unsere Mathilda zu modifizieren. Einfach. Oh. Okay, die nimmt jetzt mehr Platz weg. Das ist doch scheiße gewesen. Ich habe eigentlich gedacht, das ist nicht so. Okay. Ja. Shit happens, ne? Was willst du machen?
Weil das Schöne ist, wenn wir jetzt... Ich meine, für die Zombies brauchen wir sowieso meistens mehr als einen Schuss. Und so können wir dann vielleicht doch eher gewinnen. Ich weiß es nicht. Es kann sein. Kann sein. So. Jetzt dann nochmal zurück. Den Stecker geholt. Dann sollten wir alle haben, wodurch wir die Tür öffnen können. Und ob wir dann irgendwie was machen können... Oder ob wir dann Ada retten können, ich weiß es nicht. Ob dann ein Endgegner kommt, ein Bossgegner. Wir hatten schon lange keinen Bossgegner mehr. Das würde dann dafür sprechen, dass ein Bossgegner kommt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wir sind da nicht vorbereitet drauf. Auf so einen Bossfight gerade. Also lebentechnisch. Munitionstechnisch vielleicht durch die Magnum. Aber lebentechnisch definitiv nicht. Problem ist, wenn ich jetzt hierher gehe, muss ich es gleich wieder irgendwie an den Zombies vorbeischaffen. Wahrscheinlich. Ja, die haben wir ja hier erfolgreich ausgeschaltet. Hätte ich am liebsten auch vermieden. Ach nee, müssen wir gar nicht. Ich kann den jetzt hier einfach rausziehen und kann jetzt hier zurück. Sehr gut, genauso habe ich mir das vorgestellt. Der Turmstecker. So. Mit ein bisschen Glück laufen wir jetzt hier zum letzten Mal entlang. Muss ich nie wieder. Ich will das hier auch nicht mehr sehen. Das stinkt alles und ist ja ekelig. Von den ganzen Zombies und Monstern ganz zu schweigen. Also, puh. Ja, die Ada, die liegt da immer noch. Die liegt da einfach rum. Auf diesem Müllberg. Hat sie eigentlich nicht verdient, ne? So, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir speichern sollten. Wir haben schon sehr viel geschafft. Wir haben 5 Farbbänder, komm. Und zwar speichern wir Ada retten, Ada finden. Wir lassen Ada finden mal frei. Machen hier weiter. Wir lassen den oberen mal bei Speicherstand Nummer 13. Dann haben wir zumindest ein Backup. Falls dieser Spielstand jetzt hier einfach total schlecht ist. Warning, keep out, ja. Okay. Was stand da jetzt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Okay, Turm und Springer. Springer muss auf jeden Fall da hin. Das heißt, den können wir hier rausziehen. Und da reinsetzen. Aha. Perfekt. So, Turm und Springer sind an derselben Wand. Das heißt, der Turm wird da eingesetzt. Läufer und Dame sind neben... was? Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Dame und Turm gegenüber. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Kann ich hier irgendwas zuordnen? Okay, der ist richtig. Ach, brauche ich 6 Stecker? Ich habe ja gar nicht 6 Stecker. Das heißt, ich kann das wahrscheinlich noch gar nicht lösen. Toll, scheiß die Wand an. Okay, der ist auf jeden Fall richtig. Der ist auf jeden Fall richtig. Jetzt habe ich noch Turm. Läufer und Dame nicht mehr. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Also. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Das ist... Eine Dame habe ich doch gar nicht. Wenn hier Turm ist. Wir machen einfach mal da den Turm rein. Einfach so. So. Das hier ist Läufer. Oder ist das... Nee, das ist doch der Läufer. Das ist der Läufer. Das ist nicht die Dame. Und hier ist der ganz normale, hier ist Pawn, hier ist einfach nur der Bauer. Ja, dann fehlen uns noch welche. Ich bin hier am Rumrätseln, wobei ich noch gar nicht rätseln müsste eigentlich. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Wir versuchen es. Das gibt ja nur noch einen Weg, wo wir jetzt her können, müssen. Nämlich da, wo das so rot ist und so gefährlich aussieht. Ach, wo diese Drecksviecher sind.
wo wahrscheinlich diese Drecksviecher sind. Diese schleimigen. Und ganz viele Zombies eventuell auch. Ich meine, wir haben ja gespeichert. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Ist ja nicht ganz so schlimm. Ich meine, ich will natürlich nicht sterben, aber... Man kann halt nicht immer... Man kann halt nicht immer so haben, wie man es haben will. So. Habe ich das? Na, habe ich noch. Okay, dann müssen wir jetzt hierher. Ohne Messer. Das hätte ich eigentlich jetzt ganz gerne gehabt, das Messer, wegen diesen kleinen Viechern, die kommen werden. Aber, ne, was soll das denn? Ist ja kein Wunschkonzert hier. Ich kann es ja mit der Durchlauftechnik probieren. Oh mein Gott, this is getting worse. Da gibt's doch niemals ein Zurück, wenn ich jetzt hier runtergehe, ne? Scheiße. Irgendwas ist hier. Da ist einer von denen. Ja, guck mal, der ist schon angeschlagen. Ich will auf das Vieh nicht schießen. Oh, ich bin tot. Oh, scheiße. Ach, hier hat eine Granate. Was hat er denn? Das Problem ist, das Vieh interessiert sich nicht dafür. Der hat eine Granate im Mund gehabt. Ist doch scheißegal. Ja klar, doppelt hält besser, ne? 3 ist Trumpf, finde ich auch. Ich dachte, die ist abgeschlossen. Ich habe fest damit gerechnet, dass die abgeschlossen ist. Oh, leck mich fett, ey. Und wir schießen gar nicht immer 3 ab. Das kommt drauf an, wollte ich gerade schon sagen, das ist mir aufgefallen. Das kommt drauf an, wie lange ich die Maustaste gedrückt halte. Wir können eine Kugel verschießen oder auch 3. Was ich ziemlich geil finde. Das steht natürlich nicht da im Kleingedruckten. Da muss man jetzt ausprobieren. Ich habe viel Leben noch. Okay, wir haben rotes Kraut. Wenn wir das jetzt noch mit einem grünen irgendwie kombinieren könnten, könnten wir sogar wieder volle Leben kriegen. Das Problem ist, ich hab das starke Gefühl, Vorratsraum hört sich schon mal gut an. Ich habe das starke Gefühl, dass wir hier irgendwo was vergessen haben. Weil es gab ja hier noch einen Weg, der zurückging so ein bisschen. Da wäre bestimmt noch irgendwas gewesen für uns. Aha, guck mal, da können wir den König einsetzen, den Knight. Knight Plug, ja. King Knight. Ich bin doch doof, Knight ist ja Ritter. Ist egal, ist schon spät. Da haben wir die Queen. Okay, sehr gut. Die brauchen wir auch. Und da haben wir... Ach so, da kann ich auch die Queen einsetzen. Ich kann die Queen da rausziehen und da reinstecken. Und hier haben wir... Blau. Sehr gut. Das können wir schon mal kombinieren. Dann können wir das benutzen. Und dann... Ja, wobei... Noch benutze ich hier gar nichts. So, sagt die Map irgendwas zu Items? Guck mal, hast du das gesehen? Chemischer Flammenwerfer. ja. Das ist interessant. So ein chemischer Flammenwerfer, den da würde ich schon nicht Nein zu sagen. Also. So, kommen wir da raus. Geht wahrscheinlich hier die Tür zu. Natürlich. Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Aber jetzt können wir den hier einsetzen. God save the Queen. Okay, jetzt brauchen wir hier den King und dann hätten wir den Flammenwerfer. Guck mal, da ist er schon. Also, so ein Flammenwerfer, das... Ja.
Ich hatte es befürchtet. Da ist doch der König. Okay, ich kann jetzt hier runter. Wo ist der Zombie, ist die Frage. Aha. Ja, das muss ich machen. Muss ich leider machen. Das wäre mir sonst zu gefährlich gewesen. Nur mit der Mathilda. So, einsetzen. Geil. Halten Sie links, um den Flammenwerfer abzufeuern. Je länger Sie auf ein Ziel feuern, desto größer werden die Flammen. 400 Schuss, geil. Eine Waffe von Umbrella, die mit Druckgas glühend heiße Flammen produziert. Tragbar, nachfüllbar und belastbar. Genau die Wörter möchte ich hören, nichts anderes. So, Tür auf. Jetzt können wir dann auch die Steckköpfe mitnehmen. Ha, wenn wir genug Platz hätten, ne? Scheiße, Wand an. Egal, also den einen können wir mitnehmen. Und den anderen eigentlich auch. So. Komm. Ja. Komm, wir müssen Leben nehmen. Ach, guck mal, der hat gar nichts gebracht. Ich bin noch immer auf Gefahr. Ja. ich habe irgendeinen Logikfehler. Irgendwie kommen wir hier schon raus. Und zwar so, dass wir beide oder alle Figuren mitnehmen können. Ja, ja, ich weiß schon. So, hier jetzt einsetzen. Jetzt können wir nämlich hier einmal rum. Wir können den mitnehmen. Das Schöne ist jetzt für den Rückweg, nehme ich nämlich direkt den Flammenwerfer. Das wird lustig. Wahrscheinlich werden wir sterben. Aber wir werden lustig sterben. Wenn wir sterben, dann lustig. Turmstecker erhalten, jawohl. Ich sehe sie nicht, aber ich höre sie. Was das Ganze nicht besser macht. Nee, ich muss hier aus dem Wasser, bevor die kleinen Viecher kommen und mich irgendwie fressen oder so. Ich lock die hier hin und dann töte ich die. Einfach. Ja, komm. So, mal gucken, was die für eine Reichweite haben. Ja, okay, so weit ist es dann nicht. Guck, wie schnell wir da jetzt 12 Munition verballert haben. Ich habe nur einmal kurz gedrückt. Wir müssen, glaube ich, genau daher. Okay. Boah, wie geil die sogar verbrannt sind dann, wenn man das verwendet. Der da hinten kriegt gar nicht mit, dass wir da sind. Hier war doch noch einer, oder? Okay, ist mir egal, wo der ist. Alter Verwalter. Okay, wir sind tot. Scheiße. Oh.
Immer gut, hätten wir die Todesszene dann auch schon mal gesehen. Ich meine, wir sehen ja immer neue Sachen. Ist ja schön, irgendwie. Also, ja. So, weg damit. Den haben wir jetzt gerade nicht gebraucht, ne? Deswegen tue ich den weg. Dann ist er nämlich vom Platz her besser. Die Granate, wenn wir uns gut verhalten, brauchen wir auch nicht die Granate. Ich tue die mal weg. Wir sind mutig, ich tue die Granate weg. Wir setzen, jetzt ist ja egal, wir setzen einfach mal den hier ein. Der gehört da nicht rein, das weiß ich, aber ist egal. So, 1, 2, 3, 4. Zwei brauchen wir noch, genau die zwei finden wir jetzt. Das heißt, wir können danach definitiv Ada retten. Falls das jetzt funktioniert. Ich meine, wir haben immer noch den älteren Speicherstand, den wir laden könnten zur Not, aber da möchte ich vermeiden. Weil dann einfach die letzte Episode gefühlt für umsonst gewesen ist. Und das muss ja nicht sein. So, ich versuche dann jetzt auch so ein bisschen versuchen durchzurennen. Wir haben jetzt nicht so viel zu verlieren, wir können es ein bisschen austesten. Im Idealfall muss ich keinen von diesen Drecksviechern abknallen. Überhaupt gar nicht. Durchrennen ist immer gut. Ich meine, vorhin konnten wir auch so gut wie durchrennen. Der erste könnte ein Problem werden. Aber wobei, ich habe da schon einen Plan. Oh my god, this is getting worse. Pass auf. Denn der erste. Genau, wir schießen jetzt auf den und in dem Moment, wo er rauskommt, rennen wir an den vorbei. Oder auch nicht. Jetzt aber! Ach, ich habe die Granate nicht mitgenommen. Jetzt sterben wir. Mann! Oh, ich lebe noch. Ich bin vergiftet. Ja, okay. Ey, ey, nicht schlapp machen. Hier gab doch irgendwo ein blaues Kraut, ne? Das ist doch gegen Vergiftung. Ja. Es ist leider scheiße. Da! Nein, das ist rot. Irgendwo war hier ein blaues. Ja, ist ja gut. Hör auf zu jammern. Weniger reden, Leon. Wenn du weniger redest, dann wird das auch was. Streng dich nicht so sehr an. Wir kippen gleich einfach tot um, weil wir vergiftet sind. Da! Ja, toll, okay. Wir sind vom Status her genau wie gerade. Hat sich nichts geändert. Gar nichts. Abgesehen davon, dass ich es diesmal ein bisschen anders mache und ihn jetzt hier töte, so. Ey, die geht richtig ab, die Mathilda. Hast gesehen, ein Schuss. Und der Kopf ist weg. Das läuft schon mal besser. Wir haben nämlich den Schrotflintenschuss dadurch jetzt nicht verschwendet. Die konnten wir behalten. Ja, also was will man mehr? So. Nee, ich muss hierher. Ja. So, eingesetzt. Mitgenommen. Ja, das schwere Geschütz. Hallo. Den können wir da auch wieder rausziehen. Ach, verdammt, wo ist denn der andere? Hier, ne? Da. Immer dieses Gerätsel, dieses Rumgerenne, dieses alles. So.
Lalala. Ich finde das aber schön. Ich finde das schön, dass man so ein bisschen nachdenken muss. Das sind jetzt keine allzu schweren Rätsel, ne? Aber wenn man komplett Brain AFK durchrennt, dann hat man. Ja, da kann man es auch schaffen. Aber dann hat man vielleicht bei den ein oder anderen schon so ein bisschen was, wo man nicht weiterkommt. So ein paar graue Zellen braucht man schon. Nicht viele. Ja, aber so ein bisschen was. Okay, wir versuchen das jetzt hier nochmal. Wenn wir verrecken, ist egal. Kann nur besser werden. Im Idealfall kommt nur der. Na guck mal, das war gerade anders, ne? Okay, der kotzt die Viecher im Wasser, ich muss hier raus. Ja, kommt doch her. Ja, kommt doch her, ihr kleinen Süßen, ne? Das Schöne ist, das sind irgendwelche Embryonen oder so, ich weiß es nicht. Und die überleben nicht lange ohne Körper. Die verrecken einfach. Also so versuche ich mir das einzureden, dass das so ist. Okay, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Okay, der ist tot. Wenn die so anfangen zu brennen, sind die tot. Das Problem ist, hier feiern noch der andere, ne? Wenn ich auf der anderen Seite jetzt runtergehe, Map angucken. Nein, okay. Mein Fehler war, dass ich hier nicht hochgegangen bin. So läuft das schon viel besser. Ja. Riecht das lecker, meine Fresse. Ich muss mal wieder grillen. Yum, yum, yum. So. Ah, damit haben wir alles. Wir haben im Flammenwerfer sogar noch sehr viel Munition übrig. Nämlich so 166, was war das jetzt? Ja, 156. 156, ja, das muss dann auch für so ein paar Zombies gleich reichen, wenn wir die Ada retten. Hoffentlich. Ich speichere jetzt aber nicht, ne? Ich werde jetzt... Ach, warum gehe ich denn hier, ja, ich Idiot? Ist doch falsch. Nochmal runter. Sehr gut. Okay, das war ja gar nicht so schlimm hier, der Bereich. Ich meine, schön ist anders. Aber wir haben es gemeistert. Ah, wir haben es gemeistert und sterben. Ach, dieser Arschdrecks. Mist-Zombie, der da die ganze Zeit tot in der Ecke lag, meint jetzt aufzustehen, weißt du? Ja, das regt mich sowas von auf. Ey. Weißt du was? Ja, komm, wir haben noch eine Chance. Warum denn nicht? Alles weg. Brauchen wir sowieso nicht. Blablabla. So. Wir wissen ja jetzt, wie das läuft. Wir kennen den Weg schon auswendig. Ich kann schon blind spielen. Ich habe gerade die Augen zu, ne? Falls ihr mir das nicht glaubt, dann ist das egal. Aber ich habe gerade die Augen zu. Denn ich weiß, wo ich herlaufen muss. Ich habe die Schritte mitgezählt. Ich weiß, dass jetzt hier die Tür ist, wo Exit drüber steht. Ich weiß, dass ich jetzt hierher muss. Alles weiß ich. Blind. Ich mache ein Blind-Let's Play jetzt. Da, der Fettklops war das. Diesmal werden wir uns von nix, gar nichts treffen lassen. Wir werden uns nicht vergiften lassen, überhaupt gar nichts. Ja, das Gift hat uns ganz schön Leben geklaut. Richtig krass sogar. Oh mein Gott,
Oh mein Gott. Naja, das Schlimmste kommt jetzt noch, Leon. Ja, meine Freunde, das ist ein bisschen deprimierend jetzt gerade, weil wir einfach jetzt schon zweimal verreckt sind hintereinander. Das war jetzt nicht die gleiche Stelle jedes Mal, aber die ähnliche Stelle. Wir verkacken zumindest nicht an der gleichen Stelle. Das heißt ja schon mal, dass wir nicht zweimal den gleichen Fehler machen. Das heißt, wir werden besser. Aber das passieren halt immer so ein paar dumme Sachen, die nicht passieren müssten, wie zum Beispiel, wir vorhin vergiftet wurden zum ersten Mal. Und dann werden wir diesmal hoffentlich vermeiden können, dann in der nächsten Episode, wenn wir hierher laufen. Und dann wissen wir auch, dass der Zombie da aufsteht und hier und da und hast du nicht gesehen. Und ja, vielleicht muss ich auch nicht die komplette Flammenwerfermunition verschwenden. Das reicht ja, wenn ich den Gegner so ein bisschen anschieße. Oder vielleicht kann ich einfach so vorbeilaufen. Ich glaube, das probieren wir mal aus. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Gegner da wieder seine komische Bauchlandung macht. Dann können wir an den vorbei. Vielleicht. Und nur vielleicht. Müssen wir nicht mal einen einzigen Schuss abgeben, womit wir dann den Flammenwerfer in diesem Kampf bei Ada einsetzen können. Gegen irgendwas werden wir kämpfen. Das werden wir probieren. Gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.